Die Landquart Davos-Bahn war die erste Bahn der heutigen Rätischen Bahn. Ursache für den Bau war der allmähliche Aufbau von Davos als Lungenkurort. Immer mehr Leute, die es sich leisten konnten, kamen nach Davos zur Kur. Das ging vorher per Postkutsche relativ langsam. Und von daher ergab sich der Bedarf für den Bau einer Eisenbahn. Als Historiker, der sich mit der technischen Entwicklung der Schweiz im 19. Jahrhundert beschäftigt, bin ich sehr dankbar für einen literarischen Text wie den Zauberwerk von Thomas Mann. Hans Castorp reist 1907 aus dem soeben fertiggestellten Hamburger Bahnhof, wo sämtliche Dienstleistungen für das verwöhnte Reisepublikum angeboten wird. Hans Castorp fuhr zweiter Klasse, die ist identisch mit der heutigen ersten Klasse. Wir müssen aber davon ausgehen, dass die lokale Bevölkerung die Bahn kaum je benutzt hat. Sie hatten schlicht das Geld nicht dafür, weil das Prättigau war eine der mausarmen Gegenden des Kantons Graubünden. Die Bauleitung selber setzte sich zusammen aus Ingenieuren, die sich am damaligen Polytechnikum in Zürich haben ausbilden lassen. Thomas Mann reiste 1912 nach Davos, um seine Frau Katja dort zu besuchen, die zur Lungenkur sich dort aufgehalten hat. Beim Ort Rorschach auf schweizerischem Gebiet vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Und in dem Augenblick beginnt der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt. Thomas Mann geht es mit der ausführlichen Beschreibung dieser Anreise vor allem auch darum, dass er den Gegensatz zwischen dem Alltag in Hamburg und dieser Spezialsituation in den Schweizer Bergen herausarbeiten kann. Der Eisenbahnbau in den Schweizer Bergen erlebte von rund 1890 bis zum Ersten Weltkrieg eine unglaubliche Blüte. Der Erste Weltkrieg bedeutete ein abruptes Ende für diesen Eisenbahnbau, markiert aber auch das Ende der Romanhandlung. Thomas Mann beschreibt mit der Bahn Landquart Davos ein damals absolut modernes Verkehrssystem. Und was einfach Freude macht, ist, dass dieses Verkehrssystem heute immer noch besteht und von breitesten Bevölkerungsschichten benutzt wird,